Darf Christoph Balz begrüßen, den politischen Geschäftsführer von Germanwatch. Germanwatch ist eine Entwicklungs- und Umweltorganisation, die sich für globale Gerechtigkeit, für den Erhalt von natürlichen Lebensbedingungen einsetzt und hier nicht zuletzt für den Klimaschutz. Herzlich willkommen, Herr Balz. Germanwatch hat ja eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht mit unterstützt, das Ende April tatsächlich dann ja das Klimaschutzgesetz für verfassungswidrig erklärt hat, also ein juristischer Erfolg für die Klägerinnen und Kläger und auch für Germanwatch. Germanwatch arbeitet aber auch sonst mit dem Instrument der sogenannten Klimaklagen, wie man das nennt. Dabei werden ja sowohl Staaten verklagt, wie in der genannten Klage, aber zum Beispiel auch vor dem Europäischen Gerichtshof. Es werden aber auch Unternehmen verklagt. Recht bekannt ist ja die Klage eines peruanischen Bauers vor dem Oberlandesgericht Hamm gegen den Konzern RWE. Ganz grundsätzlich gefragt, warum geht Germanwatch natürlich neben anderen Formen der politischen Arbeit auch diesen Weg? Und was sagen Sie zu dem Vorwurf? Das kommt ja dann immer wieder mal, hier werde die Justiz in einer unzulässigen Weise politisiert. Gerichte sollten keine Klimapolitik machen, sondern das sollten demokratisch legitimierte Parlamente und Regierungen machen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Zunächst mal, natürlich sollten die demokratisch gewählten Parlamente und Regierungen ihrer Aufgabe nachkommen. Aber im Rechtsstaat haben wir hier ja eine Arbeitsteilung. Denn der Schutz der Grundrechte ist eben zunächst mal eine politische Aufgabe, wo die Regierungen in der Pflicht sind, das auch dementsprechend umzusetzen. Aber die Gerichte und das Verfassungsgericht haben auch die Aufgabe, die Grundrechte, die den Kern einer auf Menschenwürde und Freiheit basierenden Gesellschaft ausmachen, zusätzlich zu schützen. Sie haben ja also eine ergänzende Rolle. Die Grundrechte sind auch einklagbar und gehören zu den Schutzpflichten des Staates, die im Grundgesetz festgelegt sind. Und in diesem Fall, wo es um Klimaschutz geht, kommt hinzu, da zitiere ich das Verfassungsgericht vielleicht mal selber, dass es hier eine Rolle hat. Zitat, weil ein demokratischer politischer Prozess über Wahlperioden kurzfristiger organisiert ist, damit aber strukturell Gefahr läuft, schwerfällig auf langfristig zu verfolgende ökologische Belange zu reagieren. Und weil die besonders betroffenen künftigen Generationen heute naturgemäß keine eigene Stimme im politischen Willensbildungsprozess haben. Zitat Ende. Gleichzeitig achtet das Verfassungsgericht sehr sorgfältig darauf, dass sie nur die Rahmensetzung, wo Grundrechte nicht eingehalten werden, klar benennen und dafür eine Pflicht dann des Staates hier nachzubessern gibt, aber gleichzeitig großen Wert darauf legt, dass der Gesetzgeber die erforderlichen Regelungen zur Größe des für die bestimmten Zeitraums insgesamt zugelässigen Emissionsmengen und zu den politischen Instrumenten, um die zu erreichen, selber trifft. Das heißt, die Gerichte nehmen der Politik ihre Aufgaben nicht ab, aber sie haben eine wichtige Erinnerungs- oder sagen wir Ermahnungsfunktion, die Politik an ihre originären Aufgaben zu erinnern. Ne? Also gerade wenn es Ja, um es ist nicht Aufgaben nur geht. Erinnerung, das ist wirklich in die Pflicht nehmen. Ja. Ja, das ist schon ein gutes Stück stärker und damit eine klare Rahmensetzung für die politischen Handlungen auch einzufordern, wenn ansonsten die Grundrechte nicht geschützt werden können. Aber in diesem Rahmen soll die Politik gerade handeln. Jetzt haben Sie schon, Sie haben zum Beispiel das Stichwort Grundrechte erwähnt und also jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen von meiner Frage, nämlich ob Sie einem juristischen Laienverstand, also wie dem meinigen, erklären können, auf welcher Grundlage solche Klagen eigentlich erfolgen. Also um welche Rechte geht es eigentlich und um wessen Rechte werden durch so klimaschädliches Tun oder Unterlassen ist es ja auch oft auf eine Weise verletzt, dass wer klagen kann. Ja, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich dazu. Jede natürliche Person ist Grundrechtsträger oder Trägerin. Und das gilt eben auch für die Kläger und Klägerinnen in Deutschland und sogar in der ganzen Welt, also etwa aus den ärmeren Ländern des globalen Südens. Das Bundesverfassungsgericht sagt, prinzipiell haben auch die, wenn sie von Entscheidungen hier in ihren Grundrechten beeinträchtigt werden, die Möglichkeit, sie vor Gericht zu gehen.
Darüber hinaus gibt es die objektivrechtlichen Schutzpflichten des Staates, also wo nicht ein einzelnes Subjekt das einklagt, sondern wo der Staat eine Schutzpflicht für künftige Generationen mit hat, die im Artikel 20 des Grundgesetzes hier zum Beispiel für mit festgelegt sind, wo es um den Umwelt- und Naturschutz geht. Und diese Grundrechte, der Grundrechtsschutz, der gilt immer, aber er gilt insoweit nicht absolut, dass er gegen den Schutz anderer Grundrechte immer abgewogen werden muss. Das heißt aber auch, dass im Laufe der Zeit, wenn der Klimawandel sich verschärft, der Grundrechtsschutz aufgrund des Klimawandels ein immer stärkeres Gewicht bekommt, wie das Verfassungsgericht betont hat. Das heißt, Sie haben den Artikel 20a erwähnt, Grundgesetz. Ich kann mich noch erinnern, in der Zeit davor, da hieß es sehr oft, auch aus der Politik heraus, ja, das ist natürlich wichtig, aber es ist eine Absichtserklärung oder eine Zielbestimmung, das ist nicht einklagbar. Man kann ja, kann man sagen, es ist ein richtiges Bild zu sagen, jetzt durch das Urteil hat auch dieser Artikel, also ich glaube, Ihre Vorstände hat es, glaube ich, so gesagt, hat dieser Artikel Zähne bekommen. Ja, also aus einem Artikel, der vorher vor allem für Sonntagsreden getaugt hat, ist jetzt ein einklagbarer Rechtstatbestand geworden. Und das ändert natürlich sehr viel. Jetzt interessant ist ja, dass es auch, ich hatte es kurz angesprochen, dass ja nicht nur in Anführungszeichen Staaten verklagt werden und dann ihre Schutzpflicht und so weiter da eingefordert wird, sondern dass ja auch Unternehmen verklagt werden. Ich habe dieses Beispiel genannt, weil sehr viel diskutiert wird, auch der peruanische Bauer, der unter Umweltschäden leidet und nun in Deutschland, in Hamm beim OLG gegen RWE eben Klage führt. Jetzt, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, jetzt ganz platt gesagt, würde ich sagen, ja, also lieber Kläger, dann mach doch erstmal plausibel, dass die Schäden, unter denen du leidest, dass die in einem wirklich eindeutigen, nachvollziehbaren Zusammenhang mit meinem unternehmerischen Handeln stehen. Ja, und wir sind im Moment bei dieser Klage so weit, dass das Gericht sagt, juristisch sehen wir hier die Notwendigkeit, dass RWE seinen Anteil an den nötigen Schutzmaßnahmen für das Haus von RWE, von dem Kläger Saul Luja bezahlt. RWE hat im Lauf seiner Geschichte seit Beginn der Industrialisierung 0,5% aller globalen Emissionen freigesetzt und sie sollen 0,5% dieser notwendigen Schutzmaßnahmen, also nur den entsprechenden Anteil, zahlen. Und was jetzt ansteht, ist in der Tat die wissenschaftliche Frage, der wissenschaftliche Evidenzbeweis, den Sie jetzt gerade angesprochen haben. Kann gezeigt werden, dass die zusätzlichen Emissionen von RWE, dieses 0,5%, die Risikolage vor Ort verändert haben und einen Beitrag geleistet haben, um diese zu verändern dass damit auch dieser Beitrag dann in entsprechende Verpflichtungen mit umgesetzt werden kann. Da ist bei der Klimaproblematik ist es eigentlich ziemlich eindeutig, dass jede Tonne CO2, die hier freigesetzt wird, egal wo sie freigesetzt wird, die Dichte des Treibhausgas Bandes über uns, der Atmosphäre, die damit gefüllt ist, die CO2-Dichte vergrößert und damit den Treibhauseffekt verschärft, vergrößert. Ganz egal, wo das freigesetzt wird. Also hier kommt es in erster Linie darauf an, wie viel hat jemand beigetragen. Und da ist RWE der größte deutsche und europäische Emittent und hat hier in sehr erheblichem Ausmaß dazu mit beigetragen. Von dem her ist, wenn man nicht mehr von RWE verlangt, als dann seinen Beitrag zur Erhöhung des Risikos, was sich dort vor Ort abzeichnet, darauf zu reagieren finanziell und die Schutzmaßnahmen zu bezahlen, die dafür notwendig sind, ist das in meinen Augen sehr eindeutig daraus ableitbar.
Dann hätte ich eine letzte Frage, wenn ich das jetzt richtig sehe, immer wie gesagt aus so einer juristischen Laienperspektive, dann können doch, Sie sagen also natürliche Personen, also können vor Gericht ziehen, deren Rechte, Grundrechte ja, entweder aktuell schon verletzt werden oder verletzt worden sind oder mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft verletzt werden. Wie ist es denn mit Menschen, die noch gar nicht existieren, aber deren Grundrechte wir jetzt schon durch unser heutiges Handeln mit hoher Wahrscheinlichkeit massiv beeinträchtigen? Ja, also In welcher Weise? Die können ja nicht bei German Watch anrufen und sagen, gehen Sie bitte für uns vor Gericht. Sind die irgendwie indirekt mit dabei oder wie kann man sich das auch in so einer juristischen Logik denken? das ist eine sehr wichtige Spannung, die durch den Klimawandel als eine der großen Probleme, wo wir künftige Generationen durch unser heutiges Handeln massiv betreffen, in der Tat zugespitzt wird. Die Grundintention der Demokratie ist ja, dass Menschen, die von einer politischen Entscheidung betroffen sind, in dem Fall der politischen Entscheidung, wie viel Emissionen freigesetzt werden dürfen, dass die auch an den Entscheidungen demokratisch sich beteiligen können. Dieser Weg steht aber Leuten, die noch nicht geboren sind, Menschen, die noch nicht geboren sind, einfach nicht zu. Deswegen ist im Grundgesetz auch klar, dass ungeborene Generationen keine Grundrechtsträger sein dürfen und können, die ihre Rechte nicht einklagen können und dass diese Grundrechte bislang auch nicht stellvertretend eingeklagt werden können. Das hat auch erstmal prinzipiell das Bundesverfassungsgericht nochmal in seinem Urteil bestätigt. Dennoch besteht eine objektivrechtliche staatliche Schutzpflicht vor den Gefahren des Klimawandels auch für die künftigen Generationen. Das ist eben über den Artikel 20a Grundgesetz. Und das Verfassungsgericht sagt sehr klar, dass eben dieser Artikel 20a Grundgesetz eine justiziable Rechtsnorm ist, die den politischen Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen Generationen binden soll. Und das ist nun ein einklagbarer Tatbestand geworden. Das war vorher nicht die Mehrheitsmeinung, dass es das ist. Und da ist erstmals damit eine grundlegende Möglichkeit, in dieser Hinsicht aktiv zu werden. Das Gericht sagt, dass eben verhindert werden soll, dass die Freiheitsrechte von künftigen Generationen so massiv eingeschränkt werden durch heutige Entscheidungen, dass die nur noch unter massiver Entbehrlichkeit überhaupt ein Leben führen können. Also das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende April scheint ja, wenn ich mir das so anhöre, wirklich, also in mehrfacher Hinsicht irgendwie ein bahnbrechendes, wegweisendes Urteil zu sein, was wirklich Rechtsgeschichte geschrieben hat. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie uns das so ein bisschen, also auch eben mit dem juristischen Laienverstand verständlich aufgeschlüsselt haben. Und also vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch herzlich und ich sehe es in der Tat als einen Meilenstein. Und ich bin sehr gespannt, ob die zivilrechtliche Klage, die ja nicht vom Verfassungsgericht ist, von dem Peruaner Saul Lujana auch Erfolg haben wird. Denn das würde dann auch dazu beitragen, dass die Unternehmen noch in einer ganz anderen Weise mit in die Pflicht genommen Vielen Dank. werden. Danke auch.